Umgang mit Reizbarkeit anderer. Es gibt Menschen, die sind eher gemütlich, ruhig, gelassen, und es gibt Menschen, die brausen leichter auf. Und es gilt, dass die meisten Menschen sind in bestimmten Kontexten eher ruhig und in anderen Kontexten sind sie eher reizbar. Es ist gut, diese Reizbarkeit oder den Grad der Reizbarkeit anderer irgendwo mit einzubeziehen. Wenn man merkt, dass jemand gerade eine schwierige Zeit hat und reizbar ist, dann ist es klug, diesen Menschen eine Weile eher in Ruhe zu lassen, zu warten. Man muss nicht einem reizbaren Menschen, der sich gerade über was aufgeregt hat, gleich noch 5 oder 6 Sachen an den Kopf werfen, unter dem Motto, jetzt ist es eh alles egal. Im Normalfall sollte man jemanden, der jetzt gerade reizbar ist, mit Samthandschuhen anfassen und warten, bis er wieder etwas ruhiger ist. Und man kann auch überlegen, wie kann man diesem Menschen wichtige Dinge so kommunizieren, dass er damit etwas anfangen kann. Der Umgang mit reizbaren Menschen ist auch eine gute Schule. Man lernt, wie man mit Einfühlsamkeit mit anderen umgeht, wie man geschickt und liebevoll kommuniziert. Natürlich, es gilt auch, nicht immer kann man das. Und manchmal muss man auch in Kauf nehmen, dass ein Mensch, der sehr schnell reizbar ist, auch mal aufspringt und schimpft. Auch das muss man in Kauf nehmen können. Und manche Menschen, die erst schimpfen, nachdem man ihnen einen guten Vorschlag gemacht hat, werden anschließend auch den Vorschlag berücksichtigen. In diesem Sinne gibt es unterschiedliche Weisen, wie du mit Reizbarkeit anderer umgehst. Sofern deine Kommunikation geprägt ist vom Wunsch, Gutes zu bewirken, vom Wunsch, auf gute Weise mitfühlen, zu kommunizieren, an übergeordneten Zielen orientiert ist und aus dem Gefühl von Liebe und Mitgefühl stammt, wird das etwas Gutes sein und wird etwas Gutes bei rauskommen.